Hallo und herzlich willkommen im Eurasiamed-Sprechzimmer. Heute sprechen wir über ein Thema, das vielen von uns unangenehm ist und deswegen oft verschwiegen wird. Wir alle kennen sie, keiner mag sie, sie sind sozial höchst unverträglich, für viele auch ästhetisch belastend oder wirklich quälend, verbunden mit Schmerzen, mit Druckgefühl, Spannungsgefühl und vielem mehr. Die Rede ist von Blähungen. Was sind eigentlich Blähungen? Der Begriff ist relativ unscharf definiert. In der Gastroenterologie, also der Magen-Darm-Heilkunde, spricht man von zwei Begriffen vorrangig. Nämlich einmal der Flatulenz, das sind Windabgänge vom lateinischen Wort flatus, der Wind. Und dann haben wir den Begriff des Meteorismus. Meteorismus beschreibt eine Aufblähung ohne Windabgänge. Also gestaute Blähungen, wie wir oft sagen. Kürzlich habe ich gelesen in einem Fachartikel, dass bis zu 24 Pupse am Tag normal seien. Ob diese Zahl wirklich genau ist und korrekt ist, das würde ich wissenschaftlich anzweifeln. Aber eines ist klar, wir alle haben eine regelmäßige Entlüftung, manchmal vor, manchmal mit dem Stuhlgang und manchmal auch unabhängig von der Stuhlentleerung. Immer abhängig von dem, was wir gegessen haben, was eventuell blähungsbildender ist, wie zum Beispiel Zwiebeln, Rohkost und vieles mehr. Oder eben auch von anderen Einflüssen, von Arzneimitteln bis hin zu Krankheiten und vielem mehr. Also eine regelmäßige Entlüftung ist absolut normal. Die Frage ist, ab wann wird das Ganze gestört oder pathologisch? Und vor allem, was sind die Ursachen dafür? Was können wir konkret tun, um Blähungen loszuwerden und auch nachhaltig dafür zu sorgen, dass wir weniger aufblähen? Diese Fragen besprechen wir jetzt. Woher kommt eigentlich die Luft in unserem Bauchraum? Der ist doch von der Außenwelt abgeschnitten. Es sind vor allem zwei Quellen. Zum einen schlucken wir jeden Tag eine ganze Menge Luft, vor allem beim Essen. Je mehr wir essen, je schneller wir essen, je hektischer wir essen, desto mehr Luft schlucken wir auch. Und zum zweiten bildet unser Darm regelmäßig Gase, in Abhängigkeit von dem, was wir essen und in Abhängigkeit vom Zustand unserer Bakterienflora im Darm. Das Gefühl von Blähungen korreliert aber nicht immer tatsächlich mit einer Gasansammlung, sondern kann auch entstehen bei einer Fülle, also Rückstände von Kot, von Nahrung, von Flüssigkeiten im Darm, oder auch nervalbedingt bei einer Hypersensibilität. Das kann man ganz gut untersuchen, sogar selber untersuchen, macht auch der Hausarzt, mittels des Klopfschalls. Wenn wir also unseren Bauchraum abklopfen, man nennt das eine Perkussion, und dem Klopfschall zuhören, wenn der sehr hohl klingt, man nennt das hypersonor, dann ist der Verdacht naheliegend, dass darunter sehr viel Luft sich angesammelt hat. Natürlich kann man das auch im Ultraschallbild gut sehen, aber man muss keine unnötigen Untersuchungen durchführen, um festzustellen, ob wir hier eine Gasansammlung haben. Wann sind Blähungen wirklich krankhaft? In dem Moment, wo sie wirklich starke Schmerzen erzeugen, das kann also sehr, sehr weit gehen und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir sind gar nicht mehr blähungsfrei, also unabhängig von dem, was wir essen, haben wir mehr oder weniger ganztägig und auch teilweise nachts immer wieder Blähungen, die uns quälen. Und ein dritter wichtiger Faktor, wenn die Blähungen faulig, penetrant stinken. Wenn das der Fall ist, gehen wir also von größeren Fäulnisprozessen im Darm aus. Und das wären Momente, wo eine Untersuchung, zum Beispiel eine Stuhluntersuchung, definitiv angezeigt wäre. Welche sind die häufigsten Ursachen für eine vermehrte Blähungsbildung? Natürlich an allererster Stelle steht die Fehlernährung. In meiner Praxis sehe ich zwei Aspekte immer im Vordergrund. Die meisten essen zu viel und essen zwischendurch. Und das erzeugt fast immer Blähungen. Achte also auch wirklich darauf, dass deine vorherige Mahlzeit ein paar Stunden verarbeitet werden kann, bevor du eine neue Mahlzeit wieder zu dir nimmst. Erfahrungsgemäß ist immer ein Abstand von 4 bis 6 Stunden optimal. Wenn du sehr lange wartest, auch beim intermittierenden Fasten, müssen wir immer gut schauen, ob nicht dann Luft durch Leere entsteht. Auch das ist durchaus möglich. Dann wäre es ganz gut, eventuell zwischendurch doch eine Kleinigkeit zu essen, um dieses Problem zu verbessern und zu lösen. Natürlich müssen wir auch schauen, ob wir blähungsbildende Speisen im Einsatz haben. Also zum Beispiel übermäßiger Rohkosteinsatz. Vollkornprodukte, ballaststoffreiche Produkte,
Hülsenfrüchte sind zu nennen, mit der Verbascose. Das ist ein unverdauliches Kohlenhydrat, was sehr viel Blähungen kreiert. Wir alle kennen den Spruch, jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Dann haben wir natürlich Lebensmittel, die unreif sind, gerade unreife Früchte, die können auch gerne blähen. Oder Fertiglebensmittel mit diversen Zusatzstoffen, die auch blähen können. Zum Beispiel auch künstliche Süßstoffe, ja, oder Zuckerersatzmittel, die können auch gerne blähen. Also es gibt einige blähungsbildende Speisen. Denke aber daran, erst einmal die Menge und die Zwischenmahlzeiten zu regulieren und dann auf die Inhalte zu achten. Denn allein mit diesen ersten beiden Punkten kannst du schon deutliche Verbesserungen in den meisten Fällen erreichen. Eine weitere Ursache sind natürlich Unverträglichkeiten, die man ausschließen sollte. Laktoseunverträglichkeit, Fructoseunverträglichkeit, Glutenunverträglichkeit, um die drei Klassiker zu nennen. Wenn die natürlich vorliegt und du trotzdem jeden Tag regelmäßig die Lebensmittel, die du eigentlich nicht gut verträgst, konsumierst, können starke Blähungen entstehen. Dann haben wir die Obstipation, ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du keine tägliche Stuhlentleerung hast, obwohl du zwei oder drei Mahlzeiten konsumierst, dann begünstigst du die Entstehung von Blähungen. Auch wenn du das Gefühl hast, nur eine Teilentleerung zu haben, vielleicht einmal am Tag, wäre es gut, eine gute Stuhlentleerung zu erreichen, eine Darmentleerung zu erreichen, denn das kann wiederum Blähungen minimieren. Das heißt also, wenn wir sehen, dass die Stuhlentsorgung nicht gut funktioniert, regen wir die erst einmal an. Ich werde dir dazu auch gleich Vorschläge machen, wie du das tun kannst. Und damit können wir dann sekundär Blähungen reduzieren. Dann haben wir den Reizdarm als mögliche Ursache. Ja, es gibt viele Ursachen für einen Reizdarm, aber Teil eines Reizdarmsyndroms sind Blähungen. Dann muss der Reizdarm natürlich gezielt therapiert werden. Und die Darmflora dürfen wir nicht außen vor lassen, die Dysbiose. Es gibt gasbildende Bakterien und es gibt gashemmende Bakterien. Und wenn die Flora durcheinander geraten ist und wir mehr gasbildende Bakterien haben, dann neigen wir einfach zu deutlich mehr Blähungen. Das kann man zum Beispiel in einer Stuhluntersuchung anhand eines Flora-Status ganz konkret untersuchen. Wie können wir diese lästigen Blähungen nun stoppen? In meiner Praxis haben sich 5 Säulen bewährt. Die erste Säule ist die Ernährungskorrektur. Säule 2, Bewegung. Säule 3, Atmung, oft vernachlässigt. Säule 4, psychische Flexibilität, auch leider oft vernachlässigt. Und die Säule 5, der Einsatz von gezielten Entblähungsmitteln. Hierzu werde ich dir gleich 5 sehr wirksame, traditionelle Produkte aus der Ayurveda-Medizin vorstellen, die du ausprobieren kannst, die du einsetzen kannst und gute Erfahrungen damit sammeln kannst. Zur Ernährung haben wir schon einiges gesagt. Ich möchte noch 2, 3 Punkte ergänzen, nebst der Thematik, nicht zu viel zu essen und auf Zwischenmahlzeiten zu verzichten. Schaue bitte, dass du nicht zu viel kombinierst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, wenn du morgendlich ein Müsli isst, dann nicht mehrere Getreidearten und noch Nussarten und noch verschiedene Samen und verschiedene Früchte. Je mehr, desto besser. Nein, gerade im Hinblick auf deine Verdauungsleistung und weniger Blähungen gilt, je weniger, desto besser. Nicht mehrere Gänge beispielsweise und noch ein Dessert am Ende. Gerade das Dessert, das Süße, am Ende kann Blähungen begünstigen. Achte darauf, dass du insgesamt nicht zu viel süß konsumierst, sondern dass du eine gute Geschmacksvielfalt in deine Nahrung einbaust. Vor allem der scharfe Geschmack, den wir über Gewürze abdecken können, und auch der bittere Geschmack, den wir über Blattgemüse, den wir auch über Salate abdecken können, diese Geschmäcker können tatsächlich für die Verdauung sehr wertvoll sein. Sie fördern die Bewegung nach unten, die sogenannte Motilität, und sie fördern auch die Entleerung. Du kannst auch etwas sauer mit einbauen, du kannst etwas salzig mit einbauen. Also diese Geschmacksvielfalt verbessert deine Verdauungslage. Achte bitte auch darauf, dass du blähungsbildende Speisen, wir hatten die wichtigsten ja schon genannt, reduzierst, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, und nicht zu viele Getränke zum Essen konsumierst, vor allem keine kalten Getränke. Na, große Mengen kalter Getränke dilutieren, also verdünnen deine Verdauungssäfte und auch das kann wiederum Blähungen begünstigen. Bezüglich der Bewegung ist sehr wichtig, dass du nicht den ganzen Tag nur sitzen bleibst und sitzend tätig bist oder dich sitzend entspannst, sondern immer spätestens nach 90 Minuten, das ist immer ein ganz guter Zyklus, aufstehst, dich ein bisschen bewegst, mal ein paar Kniebeugen machst, vielleicht mal um den Häuserblock läufst oder wenn die Möglichkeit besteht, natürlich raus in die Natur gehst, regelmäßig Ausdauersport treibst. Bewegung ist sehr, sehr wichtig.
Wir haben ganz tolle Yoga-Übungen, vorwärtsbeugende Übungen, rückwärtsbeugende Übungen, Drehübungen, die du mit einbeziehen kannst, die entblähend wirken. Alleine auf dem Rücken liegen und beide Beine anziehen, schön umarmen und ein bisschen hin und her schwanken sozusagen und schwenken, ist total hilfreich auch zur Entblähung, wenn sich so Gas wirklich angesammelt und gestaut hat. Also baue auch gerne Dehnübungen und Yoga-Stellungen mit ein. Dann haben wir die Atmung. Atme tiefer in den Bauchraum ein und aus. Unsere Atmung wirkt wie eine Art Massage und gleichzeitig aktiviert sie den sogenannten Parasympathikus, also den entspannenden Teil in unserem vegetativen Nervensystem, der gleichzeitig verantwortlich für unsere Verdauung ist. Wenn wir nämlich angespannt sind im Sympathikotonus, wie es korrekterweise heißt, dann werden wir schlechter verdauen können und neigen zu mehr Blähungen. Und solch eine Anspannung kann natürlich auch psychisch bedingt sein. Deswegen habe ich auch die psychische Flexibilität hier genannt. In meiner Praxis erlebe ich ganz häufig, dass psychische Probleme psychosomatisiert werden über den Magen-Darm-Trakt. Und das kann sich auch in Blähungen ganz stark äußern. Es gibt auch Menschen, die das sehr deutlich wahrnehmen, dass sie sagen, ja, immer wenn ich zu meinen Schwiegereltern muss, entwickle ich Blähungen. Oder wenn ich eine Prüfung vor mir habe oder wenn ich irgendeine Leistung erbringen muss oder wenn irgendetwas Unangenehmes, ich mit etwas Unangenehmem konfrontiert werde, dann blähe ich auf. Ja, also in solchen Fällen können wir dann die Zusammenhänge zwischen psychischer Belastung, zwischen Stresseinflüssen und der Blähungsbildung sehr gut sehen. Und die fünfte Säule, wie schon erwähnt, sind die Carminativa, also die Entblähungsmittel. Und hier möchte ich dir gerne fünf wirksame Mittel vorstellen, die du ausprobieren kannst und die dir hoffentlich helfen werden. Das erste Mittel, was ich vorstellen möchte, ist eines der bekanntesten in der Ayurveda-Medizin. Es sind die berühmten drei Früchte Trifala. Dazu habe ich ja auch ein eigenes Video gedreht. Das kannst du dir hier gerne anschauen. Diese drei Früchte helfen dabei, die Stuhlentleerung zu fördern. Sie wirken direkt entblähend und unterstützen deine Darmflora. Es gibt Trifala in zweierlei Form. Jetzt muss ich gerade mal suchen, wo hier haben wir es, wo mein Panel ist. Und zwar haben wir das Trifala einmal, ich schreibe es mal hier oben hin, als sogenanntes Churna. Und es gibt es in Form von Tabletten. Das Churna bedeutet pulverisiert. Das ist also die Fruchtmischung, ausgemahlen. Vom Geschmack her sehr intensiv, aber sehr, sehr wirksam, gerade im Magen-Darm-Trakt. Man empfiehlt in der Regel einen Teelöffel von diesem Trifala-Pulver am Abend so 1 bis 2 Stunden vor dem Schlafengehen in warmem Wasser, so 150 Milliliter eingerührt, zu trinken und dann das Ganze über Nacht im Darm wirken zu lassen. Am nächsten Morgen hast du eine gute Stuhlentleerung, vielleicht auch ein bisschen lockereren, ein bisschen weicheren Stuhl, wenn er bei dir etwas hart geworden sein sollte. Und du wirst dann, wenn es gut läuft, am nächsten Tag weniger Blähungen entwickeln. Also Trifala ist wirklich Balsam für unseren Darm. Dann haben wir als nächstes Mittel, was ich dir vorstellen möchte, das sogenannte Hingwashtak. Hingwashtak, schreibe ich auch mal gerade auf, ist auch eine über 2000 Jahre alte Rezeptur. Auch diese gibt es pulverisiert als Churna und tablettiert in Form von Presslingen. Dieses Hingwashtak basiert auf einem Harz. Das ist hier dieser pulverisierte Harz. Hier siehst du den Harzbrocken. Hing, das wird auch Asafoetida genannt. Und dieser Asafoetida hat eine ganz stark entblähende Wirkung. Hingwashtak bedeutet, es enthält Hing und 8 insgesamt Ingredienten, also noch 7 nebst dem Hing, nämlich noch 3 Kümmelsorten, 2 Pfeffersorten, Ingwer und Steinsalz. Eine ganz tolle Rezeptur, die stark entblähend wirkt, entkrampfend wirkt auch und die Bewegung im Magen-Darm-Trakt nach unten fördert. Genau das, was wir natürlich erreichen möchten. Hingwashtak also eine zweite wirksame Rezeptur. Eine dritte, ebenfalls klassische Rezeptur, trägt den Namen, ich verwende jetzt mal die Farbe Rot hier auf dem hellen Hintergrund, Chitrakadi Vati. Diese Rezeptur gibt es nicht als Pulver, sondern immer nur in tablettierter Form. Das ist eine klassische Rezeptur, basierend auf der ceylonesischen Bleiwurz, Plumbago ceylanica, eine Wurzel, die du hier siehst.
Und die wirkt auch ganz stark entkrampfend, schmerzlindernd und entblähend im Magen-Darm-Trakt. Die wird kombiniert mit verschiedenen weiteren Carminativa, also Entblähungsmitteln, auch mit verschiedenen Salzen, die die Verdauung anregen. Ist auch eine ganz, ganz tolle Rezeptur, die man einsetzen kann, wie gesagt, in tablettierter Form. Ich empfehle, damit man sich langsam daran gewöhnt, erstmal eine Tablette vor den Mahlzeiten zu sich zu nehmen mit warmem Wasser. Und dann kann man das bedarfsgemäß auch steigern. Das ist ein etwas stärkeres, auch etwas schärferes Mittel. Das heißt, hier ist es immer ganz gut, wenn du vorher bei einem Therapeuten deiner Wahl diagnostisch geschaut hast, ob du für dieses Mittel auch wirklich geeignet bist. Grundsätzlich sind die Mittel, die ich dir vorstelle, hier sehr gut verträglich. Aber eines ist natürlich klar, wenn du größere Beschwerden hast, eventuell auch Krankheiten im Hintergrund vorliegen, dann suche bitte immer erstmal zur Diagnostik einen Therapeuten deiner Wahl auf. Und lass von ihm diagnostisch überprüfen, ob diese Mittel für dich geeignet sind, ja oder nein. Dann möchte ich natürlich eine großartige Heilpflanze nennen, die ebenfalls enorm wirksam ist, wenn du unter Blähungen leidest, nämlich Kurkuma. Kurkuma, gerade auch in Extraktform, dann haben wir sogenannte Kurkumine und Kurkuminoide enthalten. Kurkuma wirkt sehr stark auf die Galle, Galle-produktionsfördernd und Gallenausscheidungsfördernd, wirkt auch schon im Magen, unter anderem dort schleimbildend. Und Kurkuma ist natürlich sehr bekannt dafür, dass es antimikrobiell wirkt, also bei Bakterienproblemen oder auch bei Pilzproblemen im Magen-Darm-Trakt sehr, sehr hilfreich ist. Kurkuma ist also eine Substanz, die du sehr schön für die Magen-Darm-Gesundheit einbauen kannst, sowohl pulverisiert in der Nahrung, aber natürlich noch deutlich effektiver als Extraktprodukt in kapsulierter Form, meistens angeboten mit einem höheren Gehalt an sogenannten Kurkuminoiden. Also Kurkuma wirkt auch gegen Blähungen, besonders bekannt natürlich bei Entzündungsproblemen. Das kann mit Blähungen einhergehen, aber das ist ja nicht das Thema unseres heutigen Videos. Und last but not least haben wir dann noch unsere berühmten Gewürze, die du verstärken kannst, allen voran Ingwer. Du kannst Ingwer an das Essen geben, du kannst auch Ingwerscheiben kauen, du kannst auch Ingwerpulver mit in Getränke einarbeiten. Ingwer wirkt immer auf den Magen-Darm-Trakt entblähend und gleichzeitig natürlich für die Verdauungssäfte stimulierend. Aber auch Substanzen wie Koriander oder die Nelke, die wir sehen, Muskatnuss oder hier haben wir einen Cayennepfeffer, etwas verschwommen in der linken oberen Ecke. Also wir haben verschiedene Gewürze, mit denen wir natürlich die Entblähung fördern können. Baue gerade auch in deiner Ernährung mehr Gewürze ein und dünste die Gewürze nach Möglichkeit in etwas Fett, zum Beispiel in Ghee ayurvedisch oder auch in Olivenöl oder etwas Kokosfett für die Veganer, damit die ätherischen Öle, die auch entblähend wirken, in diesem Fett entsprechend gebunden werden und dann auch viel besser wirken können im Magen-Darm-Trakt. Das sind also nochmal 5 karminativ wirkende Empfehlungen meinerseits, damit du schnellstmöglich diese lästigen Blähungen loswirst und dann wirklich mit einem besseren, leichteren und viel angenehmeren Lebensgefühl direkt durchstarten kannst. Ich wünsche dir einen flachen Bauch und keine lästigen Blähungen mehr. Wir sehen uns. Alles Gute.